Mit einer Menschenkette von über einem Kilometer protestieren die Mitarbeiter von Continental in Kaben gegen die drohende Standortschließung. Fast 1100 Mitarbeitern droht die Kündigung. Sowas, was sie hier mit uns machen, ist eine Frechheit. Den ganzen Standort schließen. Hier sind Familien, da arbeiten Mann und Frau hier in der Firma. Du stehst da und du findest aber auch keine neuen Jobs. Wir gucken alle nach neuen Jobs. Ja? Unmöglich, unmöglich. Wenn es so endet mit dieser Entscheidung, dann ist für mich Feierabend. Dann muss ich wieder von null anfangen. Und ich glaube, das betrifft fast jeder Mitarbeiter hier. Das ist knallhart. Bis 2023 möchte das Unternehmen 1 Milliarde Euro jährlich einsparen. Dabei verzichten die Mitarbeiter schon seit Jahren auf Anteile ihres Lohns, so der Betriebsrat. Die Kolleginnen und Kollegen hier am Standort haben in den letzten 11 Jahren 52 Millionen Euro von ihren Löhnen und Gehältern abgegeben, um diesen Standort zu erhalten. Und mit diesem Geld sind andere Werke in Debrecen und Kaunas aufgebaut worden und dort laufen heute und morgen unsere Produkte. Nicht nur für die Belegschaft, auch für die Stadt kam die Meldung völlig unerwartet. Man hat gesagt, man bräuchte meine Handynummer, man müsste mich nächste Woche mal kurz anrufen. Dann kriege ich einen Anruf im Handy, wir wollen Ihnen mitteilen, wir schließen das Werk. Das war alles. Ja? Und das ist keine Art und Weise. In Babenhausen protestieren Mitarbeiter von Continental am Nachmittag mit einem Autokorso. Hier sollen bis Ende 2025 über 2000 Stellen gestrichen werden. Die Gewerkschaften wollen nun Pläne ausarbeiten, damit Arbeitsplätze doch noch erhalten werden können.